Ho, 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 herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play WWE 2K15 auf der PlayStation 4. My Career, Billy Skinner am Start und diese beiden NXT-Jungs. Wir drücken mal X und gucken mal, ob uns irgendwas gesagt wird. Billy Skinner, bitte gib mir noch einen Kampf. Ich bin besser als das, was ich letzte Woche gezeigt habe. Ich will es beweisen. Du bist meine Zeit nicht wert. Ja. Ja, sorry, aber hey. Ich kann jetzt hier nicht jedes Mal gegen den Burschen hier kämpfen. Da habe ich keine Zeit zu. Das ist Verschwendung in meinen Augen. Ich habe ihm den Arsch gerettet, okay, nachdem ich ihn den Arsch versohlt habe. Aber jetzt ist auch gut. Wisst ihr, was ich meine? Er kann nicht erwarten, dass ich hier jede Woche jetzt gegen ihn antrete, nur weil er der Meinung ist, er könnte mehr als das, was er gezeigt hat. Ach, das geht doch schon wieder los hier. Hat der mich jetzt echt geschlagen? Ich mag es nicht, wenn er mich schlägt. Vor allem sagen wir, nö, ich habe keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Und was ist? Stehen wir im Ring und kämpfen gegen ihn. Oder? Keine Ahnung. Oder war das im Ring? Der hat die Frage im Ring gestellt. Hey, Billy, ich möchte nochmal einen Kampf gegen dich hier. Weil, ja, es kann sein, ne? Und dann habe ich gesagt, ne, du bist die Zeit nicht wert. Und ja, so. Ui, Leute. So stellen wir uns das jetzt einfach mal vor. Alter Vater. So. Weiter geht's und ich hoffe, ich kriege jetzt mal hier diesen Maskmann. Ich brauche einen Partner gegen Outlaw. Ach, der heißt Outlaw. Wie wäre es, wenn wir ein Team bilden? Es wäre mir eine Ehre mit einem meiner Kindheitsidole. Wie, was? Allein, dass du Hilfe brauchst, zeigt, dass du nicht für die WWE gemacht bist. Du bist schwach und das widert mich an. Auf jeden Fall. Das sagen wir jetzt. Ja, Leute, ich will hier den Outlaw, wenn er denn dann so heißt, den möchte ich in einem One-on-One-Match. Und dann werde ich dich biegen, brechen, vernichten. Oh. Naja, wenigstens kriegen wir die Heal-Anzeige wieder voll. Ja. Also wollte ich das ja jetzt auch nicht. Ich wollte ihn einfach ignorieren. Das war eigentlich der Plan. Ich würde mal sagen, Handicap-Match meiner einer gegen die beiden NXT-Graupen. Ja. So können wir es machen. Gebt mir den Flash und Outlaw. Fände ich gut. Na, Heal immer noch nicht ganz voll. Mann! Was du letzte Woche getan hast, lässt meinen Respekt vor dir noch mehr sinken. Ich denke langsam, dass du es nicht wert bist und ich mir einen echten Wrestler als Gegner suchen sollte. No Disqualification Match, komm. Lass kommen. Aber erstmal treffen wir heute Nacht auf bei Raw, heute Abend auf Xavier Woods. Meine Fresse, ich kann echt nur schwer denken hier. Die verstopfte Nase verhindert, dass genug Sauerstoff an mein Hirn kommt. Geht schon. Danke. Alles in Ordnung. Macht euch keine Sorgen. Vor allem. Das ist aber hier kein neues Rennen. Nicht, dass ich jetzt hier gleich anfange, den Basie rauszuholen und mit dem Basie auf Xavier Woods süßen Prachtlockenköpfchen einschlage. Das wollen wir ja nicht.
It's party time. Warum machst du das mit mir, Xavier? Ich finde das nicht okay. Komm. Ab in die Seile mit den Kollegen. Bulldog! Und seinerseits hoch aufs Dritte. Und direkt weiter hier, die Murmel. Nee, den Brustkorb verarbeiten. Spinning DDT. Rückenkratzer, ole ole. In die Ecke mit dir. Das hohe Knie. Bulldog in die Mitte. Xavier kriegt ordentlich den Afro voll. Boot to the head. Superman Punch. Meets Eckenfinisher. Meets Xavier am Boden. Meets It's over, bro. It's over, bro. Bro. Komm! Danke. Das finde ich ein bisschen blöd, wenn er das auch, ne? Hat er gefälligst direkt zu covern, meiner Ansicht nach. Eigentlich könnte er direkt aus dem DDT schon covern. So, das war eine sehr schnelle, kompromisslose Geschichte hier gegen Xavier Woods. Mittlerweile ja Teil von A New Day. Ist da überhaupt noch was mit New Day? Sind die, das ist auch wenig geworden, ne? Wahrscheinlich haben sie gemerkt, naja, das kommt nicht gut an. Das lassen wir auch wieder fallen. Ja. Ist ja auch nicht mehr lange bis WrestleMania. Und ja, da kann man ja gespannt sein. Wenn Roman Reigns auf The Beast Brock das wird ein Untergang. Gegen Brock Lesnar. Money in the Bank. Single mit Manager. Skinner vs. Flash Silver. Alles Paletti. Das ist ja blöd. Dann darf ich ja gar nicht um den Koffer oder so antreten. Ich dachte, wir können hier... Boah. Und ich sehe auch nichts von No Disqualification. Naja, aber ihr seht wenigstens hier ein weiteres Pay-Per-View. Aber eigentlich wollte ich bei Money in the Bank antreten, um mir den Koffer zu schnappen. Um dann ein Cash-In zu machen irgendwann mal und Champion oder Championess, Champion zu werden. So, Championess ist wieder, glaube ich, was anderes. Alter, der wird doch sterben, der Junge, oder? Ist ohne Scheiß. Der hat nicht eine Aktion bis jetzt gebracht. Flash Silver ordentlich in Problemen. Kriegt ihr von Billy Skinner. Oh, von vorne bis hinten den Popo versorgt. Oh, jetzt war ich da aus. Ah, erste Aktion. Silver, du Teufelskerl. Ich mal was gucken hier. Nee, so war das nicht geplant. Toll. Wofür mache ich mir den ganzen Mühe hier? Vorsichtig hier mit der Managerin. Nicht, dass ich hier noch disqualifiziert werde. Oh, nö. He
Was für nochmal hier? Ein Facebuster, ja, das finde ich gut. Facebuster ist immer okay. Bin gut drauf. Ah, die Fans kriegen hier richtig was gewohnt, ne? Und das war der Superman Punch. Mein Ding ist jetzt voll? Ja, okay. Ja, so wurde ich geplant, mein Freund. Alter! Er wollte unbedingt hier nochmal mit mir, gegen mich, für mich. Das kann er doch alles haben. Das ist doch gar kein Problem, mein Freund. So, wenn du wieder wach bist, ne? Ach komm, ich helfe dir eben. So, ist ja kein Problem. Nein, das wollen wir nicht. This match has taken so much out of this guy. Wenn dann mit Stil hier in den Ring hechten, ne? Ach, guck mal hier. Können wir sogar noch einen Signature Punch, einen Superman Punch anbringen. Ist doch noch schöner. Freut er sich. Alter. Zwei Finish haben wir noch. Achso, jetzt, ja klar, nach dem Spear gleich nur noch einen. Und den Konterattack, na klar. Ganz easy peasy. Hab ich jetzt seinen Signature gekontert? Ich glaube ja. Jetzt wird's echt wild hier. And down he goes. Dann kriegt halt den Spear hier ohne groß Anlauf. Und wieder! Ist ja unglaublich. Das macht Spaß! Finisher. Oh Mann. Ich hatte gar nicht vor, ihn so zu misshandeln und vergewaltigen, aber das ergibt sich jetzt gerade alles von selbst. Warum trägt er auch so ein enges Kleidchen? Ich würde mal sagen, Spear Nummer 1 hat sein Ziel gefunden und seine Wirkung getan. Was ist denn mit Spear Nummer 2? Ja. Hat auch ziemlich gesessen. Eigentlich ist er ja tot. Also. Naja, den Swampy haben wir lange schon nicht mehr gesehen, ne? Immer wieder schön. So, mein Freund, wenn du da jetzt noch rauskommst, dann hab ich und alle anderen Leute echt Respekt.
Das war schon ziemlich grenzwertig hier. Ah. Naja, im Kopf hat es uns nicht eingebracht. Aber ich hätte ja gerne hier so ein ja einen ich bin zwar ein Idiot, viel gelernt, ja. Flash, Silver, ich glaube, das war's. Ich hätte gerne den Outlaw, oder wie der heißt. Den möchte ich ja auch nochmal bitte vor Flinte bekommen. Vielleicht. Vielleicht in der nächsten Folge. Leute, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.